الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أما بعد. Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran den Tawhid, den Monotheismus befohlen und hat uns von dem Schirk, von der Beigesellung gewarnt. Und das in vielen Versen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'budu Allah, und dient Allah, ولا تشرك به شيئا, und gesellt ihm keinen bei. Das heißt, wir sollten Allah mit niemandem teilen. Und diese Sache ist eine gewaltige Sache, wovon Allah subhanahu wa ta'ala gewarnt hat. Die Beigesellung, die Teilung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auf Zunge von Luqman, als er seinen Sohn sozusagen ermahnt hat, hat er zu ihm gesagt, ja Bunay, oh mein Sohn, la tushrik billah, gesell Allah keinen bei. Nimm niemanden als Partner mit Allah subhanahu wa ta'ala. La tushrik billah. Inna shirk la dhulm azim. Wahrlich, der Schirk, die Teilung mit Allah subhanahu wa ta'ala, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das ist die gewaltigste Ungerechtigkeit, die man macht. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah la yaghfiru an yushrak bihi. Wahrlich, Allah verzeiht es nicht, dass ihm beigesellt wird. Das heißt, wer Allah trifft, Yawm al-Qiyam, und er hat diese Sünde mit sich getragen, dass er jemanden beigesellt, neben Allah subhanahu wa ta'ala, das wird ihn Yawm al-Qiyam nicht verziehen. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Was unter den Schirk, was nicht zu Schirk gehört, da könnte Allah subhanahu wa ta'ala, wen er will, verzeihen. Aber diese Sünde hat sich Allah subhanahu wa ta'ala vorgenommen, dass er die nicht verzeiht. Alle anderen Sünden könnte Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Das heißt, das ist eine gewaltige Sünde. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wer Allah beigesellt, wer Allah jemand beigesellt, der ist in einem gewaltigen Irrtum gegangen. Es gibt keinen, der mehr irre gegangen ist als derjenige, der neben Allah jemanden ruft, der neben Allah subhanahu wa ta'ala jemanden dient. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala auch gesagt hat über den Schirk, dass der Schirk, wer Allah jemanden beigesellt, als ob er vom Himmel fällt, so dass dann ihn die Vögel, während er fällt, nehmen oder sie ihn in eine weite Schlucht werfen. So ist der Schirk. Der entfernt dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der sozusagen führt dich zu deiner Vernichtung. Und wer Allah jemanden beigesellt, dem wird nicht verziehen und bleibt ewig im Himmel. Deswegen ist eine sehr wichtige Aufgabe für uns in unserem Leben, da wir noch am Leben sind, da wir unsere Chance haben, bei Allah subhanahu wa ta'ala, uns Allah näher zu, dass wir Allah näher kommen, wir sollten das detailliert lernen. Es reicht nicht die Khutba, dass ich euch alles über den Schirk erzähle. Aber es muss, inshallah, von euch eine Nähe sein, dass ihr euren Tawhid richtig pflegt, dass ihr euren Tawhid richtig lernt, dass ihr die Details lernt, was alles zu Schirk gehört. Ich kann einige Wörter darüber reden und sozusagen einige Warnungen machen, aber die detailliert zu lernen, das muss deine Lebensaufgabe sein. Es darf nicht so sein, dass du mehr über die Dunya weißt, als über den Schirk. Es darf nicht so sein, dass deine Sorge über deine Miete und dein Essen und so weiter größer ist als deine Sorge über den Schirk. Deswegen müssen wir uns ändern und müssen wir lernen. Und nutzen wir die Gelegenheiten, wo es sozusagen Unterrichte gibt, zu lernen. Liebe Geschwister, der Schirk ist in drei Kategorien zu unterteilen, wie der Tawhid auch in drei Kategorien zu unterteilen ist. Schirk in Rububiyya, das heißt Schirk in der Herrschaft von Allah subhanahu wa ta'ala und der Lenkung von Allah subhanahu wa ta'ala.
dass man glaubt, dass jemand mit Allah lebt, dass jemand das Nutzen und Schaden in der Hand hat, dass jemand den Besitz hat, dass jemand erschafft, das ist alles Shirk in Rububiyya. Shirk in Uluhiyya, in der Anbetung von Allah, dass man jemanden teilt mit Allah in der Anbetung, dass man eine Anbetung macht für jemanden anderen außer Allah. Ob das der Dua ist, ob das das Schlachten ist, ob das sozusagen Gelübde ist, irgendeine Anbetung für jemanden anderen außer Allah, da hat man Allah geteilt. Da hat man ihn mit Allah gleich gemacht in der Anbetung. Und eine dritte Kategorie, die Schirk, die Teilung in Namen und Eigenschaften, Asma und Sifat. Dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden mit ihm teilt in seinen Namen oder in seine Eigenschaften, die nur ihm gebühren. Dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala diese vollkommenen Namen hat oder eins von diesen vollkommenen Namen oder eins von den vollkommenen Eigenschaften hat. Und die Details über Namen und Eigenschaften sind groß, aber das sollte man inshallah lernen, Schritt für Schritt. Auch zu den Schirk sollte man auch wissen, es gibt den großen Schirk oder es gibt den kleinen Schirk. Und ich sage das nicht, damit man den kleinen Schirk auf leichte Schulter nimmt. Nein, der Prophet Muhammad hat der Sahaba alles beigebracht, damit sie gewarnt sind von allen Formen von Schirk. Aber ich sage das aus einem Grund, dass wir wissen sollten, dass es zwei Arten von Schirk gibt. Und dass diejenigen, die sich beschränken auf den großen Schirk, die sagen sich, okay, ich habe nicht großen Schirk. Und sie wissen nicht, dass sie vielleicht in kleinen Schirk verfallen. Und dieser kleine Schirk ist sehr, sehr verbreitet unter den Leuten. Deswegen sollte man das lernen, damit man es vermeidet. Damit man sich nicht auf den großen Schirk begnügt und sagt, okay, ich habe nicht den großen Schirk. Sondern, dass man weiß, es gibt den großen Schirk und das ist die Anbetung neben Allah. Der große Schirk, und Schirk bedeutet teilen oder bedeutet gleich machen. Ja? Das heißt, dass man jemanden anderen gleich macht mit Allah. In etwas, was nur Allah gebührt. Das ist der große Schirk. Und dass man ihn gleich macht und Allahs Gleichen nimmt in der Anbetung, in der Liebe und Hoffnung, in der Furcht, auf ihn verlassen, dass man sich auf ihn verlässt, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind alles Formen von dem großen Schirk, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Mushrikin, die im Höllenfeuer landen, die sagen, wenn sie ihre Angebeteten sehen, die sie angebetet haben, sagen zu ihnen, Tallahi kunna lafi dhalimin. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Was für eine, bei Allah, was für eine Irreführung waren wir da, dass wir euch zu Allahs Gleichen genommen haben. Das ist die Teilung mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Was der kleine Schritt angeht, ist der Schritt, das, was eine Teilung mit Allah subhanahu wa ta'ala hat, aber nicht diese Stellung erreicht hat, dass man ihn zu einem Allahsgleichen gemacht hat. Aber ist eine Teilung, entweder in der Formulierung, dass man sich falsch formuliert und dass man nicht berücksichtigt, was Allah gebührt zu sagen, was man nicht sagen darf, oder in einer Handlung, dass man etwas macht, was sozusagen Sebab ist und ist nicht Sebab, wie zum Beispiel das Hängen von Amuletten oder diese Steine als Aberglaube, das gehört zu den kleinen Schirk. Oder das Schwören auf jemanden anderen, außer Allah, das gehört auch zu den kleinen Schirk. Oder ein Schirk in der Absicht, dass man Allah einzig allein dient, ja, aber wenn man ihn dient, dass man in der Anbetung, in dem Gebet, in der, die Sache, mit der man Allah näher kommen will, dass man in der Absicht jemanden anderen mit reinbezieht. Das gehört auch zu den Schirk al-Asghar. Schirk al-Asghar ist wichtig, dass man sich auch davon distanziert.
die Arten von den Schirk, wie viele sozusagen, also Arten von Schirk oder was ich meine, wie viel Schirk ist verbreitet, wo man nicht darüber nachdenkt, dass es Schirk ist. Weil viele denken, die Leute des Islams, die haben Alhamdulillah den Tawhid und die Nicht-Muslime haben sozusagen nicht den Tawhid und haben den Schirk. Aber wenn man guckt, unter den Leuten, die sagen La ilaha illallah und die sagen Muhammad ist der Gesandte Allahs und die beten und die fasten und die gehen pilgern, aber siehst du trotzdem Formen von Schirk, die eigentlich die Leute der Jahiliyyah gemacht haben. Und die gehören gar nicht zum Islam. Und der Prophet ist gekommen, um das zu bekämpfen. Und diejenigen, die früher in Islam reingekommen sind, sind reingekommen mit dem Bewusstsein, diese Sachen zu unterlassen. Aber findet man heutzutage viele Leute, die verschiedene Formen von Schirk, den großen Schirk machen. Und deswegen sollte man das lernen. Und sollte man auch davon warnen und sollte man auch die Verse des Korans zitieren, damit man diese Formen von Schirk bekämpft. Eine von diesen Sorten ist die Anbetung, dass man jemanden anderen anbetet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wie zum Beispiel den Dua, dass man jemanden Bittgebet macht. Und das Bittgebet ist eine Anbetung, die nur Allah gebührt. Wenn man ein Bitte hat, die man jemanden bittet, der tot ist zum Beispiel, oder der abwesend ist, der kann dich nicht hören, und sagst ihm, oh, so und so, bring mir das und gib mir das. Oder jemanden, der vor dir ist und der lebendig ist, aber hat nicht die Macht, diese Dua zu erfüllen. Diese Art von Dua ist eine Beigesellung, weil das gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie viele sehen wir heutzutage, die gehen zu den Gräbern und bitten die Leute, die im Grab sind, um Angelegenheiten, die sie brauchen im Diesseits. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Toten, dass sie nicht hören. Und wenn sie hören, die können nicht eure Dua in Erfüllung bringen. Und die werden sich Yawm al-Qiyamah euch verfeinden. Und sie werden eure Ibadah sozusagen verleugnen. Und trotzdem siehst du Leute, die gehen zu den Kriegen. Eine andere Form von Schirk, die Übertreibung mit den Rechtschaffenen und mit den Propheten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Mensch, ist ein Gesandter von Allah subhanahu wa ta'ala, der verkündet die Botschaft Allahs. Niemals. Das gehört niemals zum Tawhid und das bringt dich niemals näher Allah. Das entfernt dich immer mehr von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du den Propheten Eigenschaften gibst, die Allah nur gebührt. Wenn du anfängst, den Propheten anzubeten und zu bitten um etwas, was eigentlich nur Allah erfüllt, dann hast du den Schirk gemacht. Was sagen diese Leute, die nicht den Tawhid kennengelernt haben? Die sagen, wir nehmen die nur als Vermittler. Wir nehmen sie nur als Vermittler zwischen uns und Allah. Wir wissen, dass Allah alles in der Hand hat. Aber aus seiner Liebe zum Prophet richten wir uns an den Prophet. Wir richten uns nicht direkt an Allah. Das ist der Schirk, den auch die Leute von Quraysh hatten. Was haben sie gesagt? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Wir dienen sie nicht nur, damit sie uns Allah näher bringen. Das war der Argument von Quraysh. Was hat Allah davor gesagt? Ala lillahi din khalis. Wahrlich, der aufrichtige Religion ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat das alles dagegen argumentiert und die Klarheit vom Tawhid gebracht. Wenn ihr sozusagen Dua macht, dann, oder macht mir Dua, bittet mich, ich erfülle eure Wünsche und eure Bitten. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals einen Vermittler zugelassen. Und von Formen von Schirk ist die Zauberei, wo der Zauberer sich einen Feind zu Feind macht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ Sulaiman hat nicht den Unglauben begangen. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
Aber weil ich die Teufel haben den Kufr begangen. Sie bringen den Leuten den Sihr bei, die Zauberei. Und Allah subhanahu hat gesagt, weil wer geht zu einem Zauberer? Was will er von dem Zauberer? Der will von ihm nutzen und der will jemanden schaden. Allah subhanahu sagt, sie schaden nur mit Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Man geht nicht zu einem Zauberer. Und der Zauberer hat sich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt. Und wenn er das macht, der macht sozusagen Geschäfte mit dem Shayatin, mit den Teufeln. Er opfert für sie und dient sie, damit sie eine Gegenleistung machen. Wofür macht er das? Damit er etwas von dieser Dunya bekommt. Und Allah hat den Zauberer versprochen. Egal wo der hingeht, er wird keinen Erfolg haben. Was begehrst du von dieser Dunya? Da wirst du keinen Erfolg haben. Aber du hast deine Dunya verloren. Du hast deine Religion verloren. Du hast deine Beziehung zu Allah verloren. Und du bist zu einer Awliya von Shayatin geworden. Und genauso die Kuhan, diese Wahrsager, die sozusagen behaupten, dass sie das Verborgene kennen. Und sie arbeiten auch mit den Jinn und den Shayatin, damit sie ihnen Nachrichten bringen. Aber sie lügen. Und die sind auch Awliya von Shayatin. Das gehört alles zu dem Shirk und Kufr, wovon man gewarnt sein sollte. Und was die kleine Schirk angeht, das Gefährlichste davon hat uns der Prophet Muhammad davon gewarnt. Und hat gesagt, das meiste, wovon ich Angst habe um euch, ist der unsichtbare Schirk. Also es gibt offenbare Schirk, von den kleinen Schirk gibt es offenbare Schirk. Zum Beispiel das Schwören auf jemanden anderen aus Allah. Wenn du das schwörst und jemand, der den Tauhid kennt, sagt dir, lieber Bruder, pass auf, das, was du gesagt hast, du hast auf deinen Vater geschworen, du hast auf die Kaaba geschworen, du hast auf die Amana geschworen, all das sollte man nicht machen. Warum? Weil der Prophet Muhammad hat gesagt, wer auf jemanden anderen außer Allah schwört, der hat ihn beigesetzt, der hat den Schirk gemacht. Deswegen sollte man nur auf Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Und genauso darf man nicht sagen, was Allah will und du willst. Als ob man den gleichen Wille hat mit Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern man sagt, was Allah will, dann du willst. Weil alle Willen der Menschen sind unter dem Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Was Allah erstens will, dann du. So ist die korrekte Formulierung. Das sind alles Sachen, die sichtbar sind. Die jemand korrigiert bekommen könnte, wenn jemand vor ihm ist. Aber wo ist das Gefährliche? Das Gefährliche ist, was sich in deinen Herzen schleicht. Wo keiner das sieht, was in deinem Herzen ist. Und dann kommt hier der Schirk in dein Herzen rein. Der Prophet Muhammad hat gesagt, über diese unsichtbare Schirk, sagt der Prophet Muhammad, das ist unsichtbarer als die Schritte von Ameisen. Wer kann die Schritte von Ameisen hören? Niemand. Man merkt jetzt nicht, wenn eine Ameise Strecke A bis B gegangen ist, hat man nichts gehört, hat man nicht gemerkt. Und so schleicht sich der Schirk in unser Herz. Und von diesem unsichtbaren Schirk hat der Prophet eine genannt, Arriya. Die Augendienerei. Dass man, hat der Prophet ein Beispiel gegeben, da gibt es Dutzende Beispiele. Jeden Tag sehen wir Beispiele davon. Dass jemand seinen Gebet schmückt, wenn er sieht, dass jemand ihn anschaut. Das heißt, das Gebet, was er betet, er hat ihn nicht als Götze genommen oder betet ihn an. Der betet Allah an. Aber in dieser Absicht, die rein für Allah sein sollte, hat er jemanden geteilt. Hat er das Gebet für Allah verrichtet, aber zusätzlich beabsichtigt er, sein Gebet zu schmücken für den anderen, der ihn anschaut. Damit er sozusagen ein Lob bekommt oder dass er sieht, wie rechtschaffen der ist oder sonstige falsche Absichten, die im Herzen niemals stattfinden dürfen. Aber schleicht sich in den Herzen. Und auch schleicht sich in den Herzen andere Absichten und in andere Taten.
heutzutage gibt es sozusagen große Möglichkeit oder sind viele in diese Art von Schirk verfallen, wegen den Facebook und diese sozialen Medien. Weil manche sind so aufgebaut, ja, dass man beabsichtigt, Likes zu bekommen. Und viele Zuschauer und viele Follower. Und diese Geschichte führt dazu, dass man vielleicht Taten, die man für Allah macht, aber damit das dem gefällt und der dir ein Like gibt und so weiter und so fort, verbreitet man das. Damit er etwas von den Leuten als Erkennung für seine Tat bekommt. Diese Absicht ist eine neue Form von dieser Riya. Und die ist sehr, sehr stark verbreitet in dieser Zeit. Was sollte man machen? Wie sollte man das probieren? Man sollte die Korrektur haben, dass all deine Gebete, all deine Gottesdienste, alles, womit du Allah näher kommen bist, solltest du wissen, die Belohnung ist nur bei Allah und ich beabsichtige niemanden außer Allah. Ob du das jetzt in Form von Verschweigen vor den Leuten machst, dass du nicht deine Taten sichtbar machst, und das ist die Handlung von Sahaba, so haben die das gemacht, oder dass in deinem Herzen niemanden außer Allah kommt und du machst deine Taten. Aber Hauptsache, du pflegst dein Herz. Ja? Und gibt es doch verschiedene Formen von dieser unsichtbaren Schirk. Deswegen die Sahaba radiallahu anhu waren wachsam und hatten Alarm gehabt in ihren Herzen. Durch Tawhid lernen, durch den Tawhid praktizieren, durch dein Herzen zu pflegen. Du musst immer wieder in dein Herzen schauen. In deine Tat, deine Anbetung, in deine Spende, in deine Hajj und Umrah und all die Taten, die du Allah machst, dass du niemanden anderen beabsichtigst. Dass du rein vor Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung haben willst. Ansonsten wirst du zu den Verlierern gehören. Deswegen sollte man da aufpassen. Und auch eine Sache sollte man auch aufpassen. Auch selbst wenn keiner dich, dich sieht in deinen Taten. Es gibt eine Form von einer unsichtbaren Schirk, der sich in den Herzen schleicht, wenn man sich selbst gefällt. Das heißt, wenn man eine gute Tat macht und dann bekommt er das Gefühl, dass er was Großartiges ist und dass die anderen er verachtet, wie zum Beispiel jemand, den Allah Ta'ala verholfen hat, dass er vielleicht Qiyam al-Layl macht und dass er spendet und so weiter und so fort, dann sieht er sich als was Großes. Sieht er die anderen, die das nicht machen, nicht sozusagen rechtschaffen und so weiter und so fort. Das ist ein Selbstgefallen. Und auch die Sahaba radiallahu anhu haben die solche Sachen von ihren Herzen verdrängt. Sie waren frei von sowas. Demjenigen, dem man gesagt hat, du bist von Leuten des Paradies. Umar. Der Prophet sagt, Umar ist im Paradies. Und wovon hat er Angst? Er sagte zu Hudayfa, Hudayfa hatte das Geheimnis vom Propheten, die Liste von den Munafiqin, die Heuchler. Sagte, oh Hudayfa, schau, ob ich zu denen gehöre, zu den Munafiqin gehöre. Bin ich auf der Liste? Was hat ihm der Prophet gesagt? Du gehörst zu den Leuten des Paradies. Und wo schaut er? Er schaut, ob der auf der Liste von den Heuchlern ist. Warum? Weil er hat keine Selbstgefallen gehabt, kein Rajib. Und so sollten wir auch unsere Herzen pflegen davon. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den Tawhid leben lassen, auf den, von den Schirk, sozusagen, dass wir ihn vermeiden, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Formen von Schirk von uns entfernt. Deswegen auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Abu Bakr beigebracht, den Dua, den er, sozusagen, wenn er das sagt, dann wird Allah ihn befreien von dem großen Schirk und von dem kleinen Schirk. Was hat er zu Abu Bakr gesagt? Sag, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Das bedeutet, wenn du diese Dua sagst, dann wird dich Allah von dem großen und dem kleinen Schirk bewahren. Und das ist, wofür wir überhaupt leben, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala treffen, frei von allen Formen von Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yawma la yanfa'u malun wa la banun. An dem Tag, Tag der Auferstehung, da wird es dir nicht nutzen, weder Geld noch deine Kinder.
Illa man ata Allah biqalbin salim. Außer wer Allah mit einem sauberen Herzen, mit einem gesunden Herzen, mit einem wachsamen Herzen trifft. Wer Allah trifft mit diesem sauberen Herzen, der ist derjenige, der gerettet ist, Yawm al-Qiyam. Was bedeutet dieses saubere Herz? Als allererstes muss er frei sein von den Schirk, von allen Formen von Schirk. Möge Allah uns dazu behelfen, dass wir die sauberen Herzen bekommen.